Herzlich willkommen zu diesem Video, Leute. Wir sind Insta360 auf der Suche nach den geilsten Treppen der Welt. Und dafür sind wir heute hier in Belgien unterwegs und haben hier direkt um die Ecke eine der sicksten Treppen, die ich hier gesehen habe. Stellen wir euch direkt gleich vor. Let's go. Das Ganze filmen wir primär mit diesen beiden Kameras. Und bevor es losgeht, stellen wir euch die kurz vor. Die Insta360 X4 kommt in dieser wunderschönen Verpackung hier. 8K 30fps oder 5,7K 60fps 360 Video. Also absolute Endgegner-Stats bei der Kamera. Das hier ist die X4, wie sie aus der Verpackung kommt. Ich habe natürlich jetzt die Speicherkarte schon reingemacht und den Akku geladen natürlich. Und was wir direkt noch anbringen, sind hier für die X4 die Windmuffs. Die kommen direkt auf die Seite, auf die Mikrofone, damit wir ein perfektes Windergebnis haben, beziehungsweise keine nervigen Windgeräusche mehr. Wir haben auch zusätzlich noch hier ein Set an Lens Guards. Wichtig bei den Lens Guards ist auf jeden Fall, dass wenn ihr die drauf habt, dass ihr dann die Einstellungen auf der Kamera aktiviert, dass die Lens Guards drauf sind, damit auch alles am Ende perfekt passt. Die dreht man einfach so ein bisschen hier drauf und schon sind eure Linsen geschützt. Guten Tag. Guten Tag. Wir sind auf dem Weg zur Montagne de Buren oder so ähnlich. Das ist da vorne gleich. So, wir sind am Spot angekommen in Liege, Lüttich, Montagne de Buren. Und das ist mit Abstand eine der riesigsten Treppen, die ich je gesehen habe. Crazy. Das ist absolut geisteskrank. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn wir runterfahren wollen, müssen wir hochgehen. Wie lange brauchen wir da hoch? Wollen wir Wetten abschließen? Ja, ich sag so 8 Minuten. 8 Minuten? Ich sag 5. Ja. Okay, wie spät ist? 55. Okay, los geht's. Und wir hoffen natürlich, dass wir beim Hochgehen nicht gestoppt werden oder aufgehalten werden oder irgendwie Security kommt. Checken wir aus, let's go. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. If police see you, yeah, they're in jail. Really? And yes, and you will have to pay a lot of money. 400 euros? Yes. You have your life. Okay. Thank you. Deswegen dachte ich vielleicht von oben hin. We made it. Wie spät ist es? Haben wir es geschafft? 14:01. Was hatten wir eben? 55. 6 Minuten trotz, dass wir aufhalten. Ja, okay, dann hast du gewonnen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Wenn wir unten sind, egal was passiert, wir paddeln erstmal weiter, ziehen durch. Ja. Okay, jetzt. Ja, okay. Jetzt. Ah. Okay, fahr du mal rein, so schnell wie du kannst und ich überhole dich dann. Geil! Crazy! Okay, lass mal schnell sein. Gut, ey. So schnell wollen wir sein. Holy shit! Alter, da kam gerade hier Ordnungsamt. So, das hat schon mal wunderbar funktioniert. Ich bin richtig happy, dass wir die Treppe von der Liste haben. War nicht ganz so einfach, war viel los und wir wurden auch vorher von dem einen Stadtarbeiter gewarnt, dass wir eventuell im Knast enden können. Und seht da, wir sind nicht im Knast. Außerdem ist heute der gute Marlon mit dabei und ist ab und zu hinter der Kamera und aber auch mit dem Rad unterwegs. Und ja, jetzt checken wir mal die City hier in Liege bzw. Lüttich abgucken, was wir noch so finden können und ob wir ein paar kulinarische Köstlichkeiten finden. Und außerdem haben wir noch eine weitere der größten Treppen in ganz Europa später hier in diesem Video. Also dranbleiben. Oh, hi. Sobald ihr den Clip dann auf der X4 gefilmt habt, könnt ihr die Videos übrigens direkt am Handy in der Insta360 App bearbeiten. Dabei könnt ihr auswählen, welche Richtung ihr im Video haben wollt, wie weit der Winkel sein soll oder welches Format ihr haben wollt. Hier zum Beispiel könnt ihr es so direkt für euren Instagram-Kanal, für eure Reels auswählen. Ihr könnt rein, rauszoomen, wie auch immer ihr den Clip am Ende haben wollt und ihr könnt ihn dann in der App direkt auf euer Handy runterladen.
Die zweite Insta360-Cam, die wir verwenden, ist die Ace Pro, die co-engineert wurde mit Leica, und auch hier ist die Verpackung wieder richtig, richtig nice. Ist wie so eine Art Magnetclip hier dran, fühlt sich richtig hochwertig an. Ich habe natürlich auch hier schon den Akku geladen und die Speicherkarte reingemacht. Das Krasse an der Ace Pro ist nicht nur die Leica-Linse und der fette Bildschirm hinten, sondern auch, dass ihr den fetten Bildschirm hinten einfach nach vorne klappen könnt, wenn ihr einen Selfie-Modus verwendet. Willkommen in the woods, exploring the wild. Komplett. Schauen wir mal. Rappen. Oh, hier kann man einen Shortcut machen. Überall Brennnesseln. Alter, Grip ist on point. Wo kann der denn her? Mach mal Wheelie! Bisschen windig. Wind kommt von Side. Wir fahren gerade durch die Stadt und die eine Hälfte von der Stadt sah richtig schäbig aus. Und da reden wir jetzt mal nicht drüber. Aber teilweise da hinten sieht es richtig nice aus. So richtig krasse Altstadt. Oh, auch süß. Willkommen in schöne Seitenstraße von Belgien. Schön hier. Winkelgasse-Vibes. Halt echt. Wir sind in Belgien, wir müssen belgische Waffel essen. Alter, stimmt. Ja, kurzer Snack für zwischendurch, oder was? Ja, oder? Ja. Ja, was willst du? Eine belgische Waffel. Oui, oui. Schauen wir mal, was wird. Ich wollte eigentlich cool da runterhopfen, aber schwerer als gedacht. Schwierig, ja? Ey, aber da kann man so einen coolen Slide machen, glaube ich. Ja, ich glaube, schwierig dann drauf zu bleiben. Man müsste so mit dem Vorrad. Ja, wäre sausig. Die Mitte treffen und dann daneben so herzuhalten. Wäre sausig. Aber es hat kein BMX-Rad. Hat so ein bisschen funktioniert. Hat so ein bisschen funktioniert. Die wurden ein bisschen
verrückt am Ende. Ja. Boah, herzlich einschätzen. Ja, wie gut, very nice. So, was macht man in Belgium? Man sucht sich belgische Schokolade. Oh. Oh. Wir haben Schokolatier gefunden. Cercle of Doom in Liège haben wir erfolgreich abgehakt. Aber wir haben uns gedacht, wenn wir schon mal hier in der Gegend sind, die Gegend, die Belgien ist, sind wir sowieso in der Nähe von einem anderen Spot und unser guter Freund Sam Pilgrim war da schon mal da. Und da müssen wir uns auch an dieser Stelle für die Inspo mal bedanken. Der Spot ist in Landgraaf in Holland und das ist ganz in der Nähe von hier. Und da fahren wir jetzt mal hin. Danke an Sam auf jeden Fall für die Inspo. Die Treppe eben in Lüttich hatte ja 374 Stufen und die hier, ich dachte, die wäre ähnlich groß, aber die hat einfach 540 Stufen. Crazy. Und wenn wir da runterfahren wollen, heißt das natürlich auch wieder, dass wir da erst hoch müssen. Sehen Sie eine große Treppe. Hier sehen Sie eine etwas größere Treppe. Schöner Donnerstagsausflug. Dresden war ja riesig, die vorhin waren auch schon echt krank groß. Aber ich glaube, das sind die größten, die ich jemals gesehen habe. Wir haben ja gesagt, wir zeigen euch in diesen Episoden die krassesten Treppen. Das ist eine der krassesten, haben wir euch gezeigt. Ja. Und jetzt gehen wir wieder nach Hause. Schön. Okay, ciao. Ich finde, von hier sieht es gar nicht mehr so schlimm aus. Mhm. Also von da hinten sah es noch schlimmer aus. Aber ich glaube, vielleicht, wenn wir halb oben sind, werden wir auch das nochmal überdenken. Wie lange brauchen wir für die Treppe hoch? Sag, wir brauchen 7 Minuten jetzt. Okay, ich sage, wir brauchen 9. Wir haben jetzt 58. Pass auf. Ich kann jetzt schon nicht mehr. So, gleich geschafft. Müssen wir wissen, wie viel Zeit wir jetzt gebraucht haben hierfür. Ja, willst du hier noch ein bisschen rauszögern? Ha? Da haben wir noch. Ja, also, wir sind jetzt schon bei 7 Minuten. Ja, aber wir hatten gerade 30 Sekunden. Jetzt haben wir hier wieder Pause gemacht. Wenn wir da oben sind, waren es 7 Minuten. Nur Sesh. Auch Treppe hoch. Ja, ja, du willst einfach nur ein bisschen hier auf deine 9 Minuten strecken, ne? Das nennt man Sabotage. Oder Rentner. Glaubst du selber nicht. Guck mal, was der unten macht. Nimm dir mal ein Beispiel. Aber Mitte. 7 Minuten. 7 Minuten. Ja. Ja, 8 Minuten meine ich. 7 Minuten. 8 Minuten. Ja, ja, hier, das ist ja aber ein bisschen, ja, ja. Wir sind oben angekommen, wir haben es geschafft. Hier ist extrem viel los plötzlich, eben war eben gar nichts los. So, wir wollen zwei Sachen sicherstellen. Und zwar erstens, dass wir den bestmöglichen Shot kriegen. Und deswegen haben wir einmal mit der Ace Pro am Helm. Dann haben wir einmal die X4 am Chassis und wir haben außerdem noch von Insta360 das Waist Strap dabei, das, wie der Name schon sagt, kommt quasi einmal um die Hüfte rum und dann kommt da der Selfie-Stick dran. Wir haben die zweite X4 am Rücken, den Selfie-Stab ziehen wir gleich noch aus, damit wir diese Third-Person-Perspektive hoffentlich hinkriegen. Und der zweite Grund ist, dass wir das Ganze nicht zweimal machen wollen. Jetzt sind wir oben, jetzt muss es auch sitzen. Einstellungstechnisch haben wir hier, wie gesagt, die Windmuffs dran, die Videoeinstellung auf Video im 360-Modus. Dann haben wir den Linsenschutzmodus auf Standardlinsenschutz, denn das ist der, den wir gerade drauf haben. 5,7K Auflösung, Bildrate 30. Das sind so die Grundeinstellungen. Jetzt, ich will freie Bahn befahren, Google Maps. So, wir haben unseren Spotter jetzt schon mal auf den Weg geschickt. Der sagt jetzt den ganzen Leuten auf der Treppe, dass sie alle auf die linke Seite wechseln sollen unten. Und dann haben wir hoffentlich freie Bahn. Und dann Full Gas, no Brakes. Ratatata. Smooth! Viel smoother als die andere. Almost had you. Yeah. Aber die war so smooth. Alter, die war übelst entspannt. Aber wenn man jetzt E-Bike dabei hätte, dann würde ich direkt nochmal hoch. Nochmal, safe, hätte ich auch gesagt. Ich wollte dich halt einholen, aber dann wurde es sketchy. Dann ging es so dung, dung, dung. Geil. Die war sick.
Also hier haben wir bei diesem berühmten Bikepark schon mal hier die ganzen Strecken eingezeichnet. Holy shit. Lukas macht immer diese Videos, Googles bestbewerteter Bikepark. Ja. Ne? Hollands schlechtester Bikepark. Ich glaube, wir haben den schlechtesten Bikepark, nicht nur Hollands, vielleicht überhaupt gefunden. Ich habe Angst, dass ich ein Brett ins Gesicht bekomme. Junge, wohin? Hast du meine Airtime gesehen? Schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr schon mal einen schlechteren Bikepark gesehen habt. Ich werde überholt, so gut ist der Bikepark hier für Marc. Wo geht's hier lang? Ah, wusste ich. Schön, dass man den ganzen Pumptrack hier durchtreten kann. Das habe ich in anderen Bikeparks noch nicht erlebt. Also eine Lap macht schon Spaß. Ich habe noch nie so viel Spaß in meinem Bikepark. Ich glaube, ich brauche aber einen Lift hierfür. Aber der Wallride, der ist gut. Komm, Junge. Ja, zu zweit. Bei der Insta 360 hatten wir eben so ein paar Komplikationen, das hier immer oben abzumachen, um uns die Clips anzuschauen. Insta 360 ist schlauer als wir. Wir haben jetzt so zwei kleine Clips, können die einfach aushaken, können uns anschauen, alles einstellen und zack, zack, dran ist es, zack. Let's go. Zack. Merch gibt es übrigens im Shop, schaut vorbei. Gang, gang. Ich will jetzt erstmal meine Belgian Chocolate genießen, die ich ergattert habe. Ich verlinke euch alle Cams und das ganze Equipment, was wir in diesem Video verwendet haben, unten in der Beschreibung. Rabattcode packe ich euch natürlich direkt mit in die Beschreibung. Also wenn ihr Bock habt, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Jetzt ist ein bisschen eure Hilfe gefragt, denn das waren auf jeden Fall zwei der mit Abstand krassesten Treppen in ganz Europa. Wir haben auch noch die ein oder andere auf dem Schirm, aber wenn ihr richtig, richtig krasse Urban Locations habt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Es muss nicht unbedingt eine Treppe sein, es kann auch ein anderes Feature sein. Aber wäre mega sick, wenn ihr mal euer Feedback gebt, wo wir unbedingt vorbeischauen sollen. Aber es muss schon wirklich richtig, richtig sick sein. Also entweder mega fette Treppen oder richtig fette Gaps. Da sind wir auch immer auf der Suche danach. Lasst es mich wissen. Also, ihr wisst Bescheid. Ansonsten, wie immer, Leute, dem Video ein Like da lassen. Support ist kein Mord. Schaut im Shop vorbei. Abonnieren ist kostenlos. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Peace.